die ganzen Möbel, das ist CI von VW, haben wir erfüllt, mussten wir alles machen. Da, wo der Briefkasten ist. Freunde des guten Lebens, einen wunderschönen guten Tag hier aus der Autowelt. Heute nehme ich euch einen Tag mit, denn wir kriegen Besuch. Heute kommt der Daniel vorbei. Daniel ist ein Coaching-Teilnehmer von unserem Coaching Umsatz mit Autos Start. Den Daniel werden wir heute einen Tag mitnehmen. Er wird uns begleiten. Wir sind hier ein Coaching zum Anfassen. Deswegen werdet ihr heute auch einen Einblick bekommen. Und der Daniel nimmt noch einige Fahrzeuge mit. Ja? Das heißt, mit uns kann man auch zusammenarbeiten. Ist eine Win-Win-Situation für beide. Das heißt, ihr werdet von uns, von meinem Team und mir nicht nur gecoacht, sondern man kann auch zusammenarbeiten und von dem Netzwerk natürlich partizipieren. Ihr kommt einfach mal mit. Der Daniel wird jetzt gleich abgeholt. Ich werde jetzt auch nicht weiter quatschen, sondern let's go! Führung, hier sind wir beim Autopark Grendelmatt. Okay, wir sind hier seit 2012, wenn ich mich nicht täusche. Ich erst die andere Seite gekauft und das kam 2015 oder 2014 dazu, diese Seite. Okay. Da habe ich das Glück gehabt, dass ich das hier auch kaufen konnte, aber erst habe ich die andere Seite gekauft. Ja? Da können wir gerne mal nachher rüberlaufen. Alles transparent. Auf einer Seite. Transparent, alles einheitlich. Genau. Genau. Und das sieht dann auch natürlich aus der Kundensicht jetzt viel, viel seriöser dann auch aus. Also ich habe in dem Platz, glaube ich, also nur auf der Seite, bis so 170.000, 180.000 Euro damals investiert. In dem Platz, genau. Boah. Büro war damals nicht hier. Ich habe ja hier kein Büro gehabt. Ich war unten, habe ich angefangen, im Grendelmattweg, vorne rechts rein, bei meinen Eltern. Das siehst du in dem Videoclip-Trailer, dieser kleine Platz. Mhm. Und das Büro war dort im Keller und die Autos standen dann irgendwann hier. Mhm. So, und dann bist du halt immer hierher mit den Schlüsseln und so weiter. Habe aber damals schon Verkäufer relativ schnell gehabt. Du hast 40, 40, 60 hast du hier. Einmal machst du es richtig, machst es vernünftig. Und dann, wenn halt ein Kunde hier auf den Hof kommt, dann bekommt er Vertrauen. Die Ware ist eigentlich egal. Also auch wenn du jetzt sag mal, nur einen Kleinwagen hättest für 2.500 Euro. Wenn der Platz ordentlich ist, wenn die Ware ordentlich gestellt ist, dann funktioniert das schon. So muss das aussehen. Und jetzt gehen wir mal weiter zu der Zentrale eigentlich von uns. Da kommen nämlich alle Fahrzeuge an. Da werden sie gecheckt, da werden sie aufbereitet und dann werden sie in die Filiale verteilt. Und da gehen wir jetzt hin. Wir haben in der Regel, also dass die Plätze alle gefüllt sind, haben wir in der Regel sind wir jetzt schon so bei 600. Okay. Ja. Das ist natürlich eine ordentliche Zahl. Das ist eine ordentliche Zahl, ja. Ja, also das kann ich sehen. Ja, 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 das ist mal so. Das ist nicht wenig. Nicht wenig. Ja, ja. Das musst du ja natürlich erstmal mit der Manpower einkaufen. Mhm. Das musst du checken, das musst du aufbereiten, das musst du verkaufen. Da muss ein Dispo dahinter sein, die Fahrzeuge müssen bezahlt werden, die Fahrzeuge müssen ausgeliefert werden. Also da ist schon natürlich ein Apparat dahinter, wo das alles abarbeiten muss, das ist klar. So, jetzt dürfen wir unsere Maske nicht vergessen. Wir haben ja Corona, aber wir sind geimpft, oder? Wir sind geimpft, genau. Hier ist der Junge. Wie geht's? Alles gut? Wunderbar. Passt. Heute ist Kamera mit dabei, nimmt ein bisschen auf. Zum Wohl. Machst du 3-4 Mal, meinst du, bist der Allerbeste. So, und jedes Mal, wenn du ein Auto verkaufst oder ein Erfolgserlebnis hast, sagst du dir selbst, hey, bleib auf dem Boden, du hast nur ein Auto verkauft. Mehr hast du nicht gemacht. Du
und dann kriegst du das hin. Das kannst du bei jeder Eigenschaft anwenden. Du musst dich selber reflektieren. Reflektieren bedeutet, du gehst aus dir raus, bist neben dir und tust dich von außen bewerten, reflektieren, analysieren. Und das musst du können. Dich selber von außen reflektieren und dann auf dich einreden. Ja? Und dann kannst du so an deinen Eigenschaften arbeiten, dass sie besser werden. Guten Appetit. Okay, danke dir. Das Allerwichtigste ist aktuell bei dir Platz. Ja. Das ist das momentan schwierig. Ja. Weil wir können alles nur anhand vom Platz aufbauen. Ja. Wenn wir Geld haben, Quellen haben, wo soll man sie hinstellen? Auch einen Platz. Aber auch da nicht den Erstbesten nehmen. Du hast ja das System jetzt verstanden. Du darfst dir niemals selber Grenzen im Kopf setzen. Niemals. Es gibt einen freien Händler, der ist kein Markengebunden, der macht 30.000 Autos im Jahr. Ja, wie macht das denn? Das sind doch auch nur Menschen am Werk. Jetzt mache ich eine kurze Story. So, Freunde des guten Lebens, einen wunderschönen guten Tag. Aus der Autowelt, lange nicht gemeldet. Heute melde ich mich aber, denn heute habe ich Besuch von einem Coaching-Teilnehmer, der schaut mal ein bisschen, was wir hier so machen. Denn wir sind ein Coaching zum Anfassen. Der Daniel ist da. Hallo, Daniel. Ich grüße euch. Alles gut? So weiter, alles gut. Alles klar, wunderbar. Wir nehmen natürlich auch das Ganze auf und bald gibt es ein schönes Filmchen. Ich habe das hier gekauft 2017. Mhm. Fliesen komplett neu gemacht, die Decke komplett neu gemacht. Wir haben komplett die CI erfüllt, das heißt die ganzen Möbel neu gemacht, Werkstatt komplett investiert, Außenfassade gemacht. Also wir haben hier extrem, extrem viel investiert. Damals hier habe ich so ca. 700.000 Euro nur in die Renovierung investiert. Boah, das ist natürlich eine Ansage. Haben wir hier die Möbel, die Theke war früher hier und die ganzen Möbel, das ist CI von VW, haben wir erfüllt, mussten wir alles machen. Ja. Übrigens, VW will immer so hochwertige Vitra-Möbel, also da ist jetzt, die Büros waren nicht, die habe ich neu gemacht, also früher hast du hier ein Büro gehabt, aus Holz und das war alles frei. Und dann habe ich das nachher aufgeteilt in drei Büros, hier haben wir einen Besprechungsraum. Da vorne die Infodame. Das war vorne Patrick, unser Verkaufsleiter. Bereich für den Backoffice. Die Dame ist jetzt heute nicht da. Okay. Hier ist der Teiledienst. Da sitzt unser Werkstattmeister. Ja. So. Kommen wir hier ins technische Herz der Autowelt. Das ist unsere Kfz-Werkstatt. Ja. Wie gesagt, wir vertreten hier Volkswagen, Skoda, Seat und Cupra. Gehen wir mal nebenan. Das ist vielleicht auch interessant, der FAS-Arbeitsplatz. Hier haben wir jetzt einen FAS-Arbeitsplatz. Okay. Ich glaube, ist dir bekannt, oder? Ist mir bekannt. Fahrassistenzsysteme. Genau. Das ist übrigens, wenn ihr habt Kameras an den Autos, ja, ACC etc. Für die Geschwindigkeitsregelanlage, Tempomat. Oder wenn ihr in der Frontscheibe Verkehrszeichenerkennung habt, ja, und ihr müsst eine Frontscheibe wechseln oder ihr seid mit der Stoßstange irgendwo angekommen, dann müssen diese Kameras neu justiert werden. Und genau dafür braucht man dann so einen Arbeitsplatz, ja, wo die Kameras neu eingestellt werden, neu justiert werden. Hat übrigens so ca. 70.000 Euro gekostet. Allein dieser Arbeitsplatz. Und auch das unterschätzen viele, warum ein Stundenverrechnungssatz bei einem Servicepartner, ja, der angebunden ist, wie zum Beispiel wir bei Volkswagen, warum das so viel kostet. Du hast enorme Kosten, die du halt, also du brauchst diesen Stundenverrechnungssatz, damit du so einen Laden aufrechterhalten kannst. Das hast du natürlich in einer freien Werkstatt nicht. So, aber wir, also das Personal muss permanent geschult werden. Das kostet Geld, das zahlt nicht der Hersteller, das zahlen wir. Mhm. Du hast immer eine CI, du musst Spezialwerkzeug vorhalten, du musst die Möbel alle paar Jahre ersetzen.
du hast eine IT, die kostet unheimlich viel Geld. Dann hast du diese Geschichten, wo du immer wieder erneuern musst. Das heißt, du brauchst diese Stundenverrechnungssätze, die wir in der Werkstatt haben. Ja? Okay. Und das sehen halt auch viele nicht, das sehen viele Kunden nicht. Ja, der Vertragshändler, der ist ja in der Werkstatt so teuer. Ja, der ist so teuer, aber dafür kriegt man auch Qualität. Und bei uns gibt es ja vorgegebene Durchläufe. Das heißt, jedes Fahrzeug wird auch komplett gecheckt, geprüft. Das kriegt der Kunde meistens gar nicht mit. Ja? Okay. Fabio, Daniel. Hi Daniel. Grüße dich. Ein Coaching-Teilnehmer von mir. Okay. Hat sich selbstständig gemacht, Automobilhändler. Mit meiner Unterstützung. Und der Fabio ist unser Starverkäufer. Ja? Okay. Fabio, was würdest du ihm raten? Ja. Wenn du ihm jetzt einen Rat geben könntest. Er war vorher. Verkäufer? Ja, ja. Okay. War vorher. Kannst du selber erzählen? Genau. Also, ich habe davor bei BMW. Gebrauchtwagen, auch da legen wir viel Wert auf Ausstattung. Tiguan Airline, Golf GTI, klassischen Golf, Arteon Airline. Mhm. Fahrzeuge mit hochwertiger Ausstattung. Hochwertige Ausstattung, Polo GTI. Mhm. Sind es dann Leasing-Rückläufer bei euch? Überwiegend Leasing-Rückläufer, genau. Die Fahrzeuge kommen direkt von VW. Mhm. Das sind die Geschäftsfahrzeuge von den Jungs. Wie viele Fahrzeuge sind hier jetzt im Bestand? Wir haben hier aktuell einen Bestand von 200 Fahrzeugen, hier bei der Autowelt. Mhm. Gesunder Mix, aber überwiegend schon Volkswagen-Konzernware. Ja? Mhm. System bedeutet immer mehr Erfolg. So, wenn du jetzt keinen Inzahlungnahmeprozess hast, einen sauberen Prozess mit System, spiegelt sich es wie an anderen Standorten, sauber gegliedert. Ganz wichtig. Ja, der Kunde weiß sofort. Der Platz muss immer ordentlich gestellt sein. Jetzt sind wir hier in unserem anderen Standort. Hier vertreiben wir hauptsächlich Renault, aber Marken aller Art. Da werden wir jetzt gleich aufnehmen. Interview einmal. Ja, eigentlich gibt es da nicht so viel zu sagen. Unten haben wir die Werkstatt. Hier oben ist der Vertrieb. Es gibt ja viele, die sind skeptisch. Gibt es euch überhaupt? Gibt es die Autohäuser? Gibt es die Mitarbeiter? Deswegen hat er sich wahrscheinlich auch gefragt, gibt es euch überhaupt? Und wir sind da, oder? Genau. Hey. Kennst du auch von meinem Videoclip, ne? Ja, klar. Also ihr seht auch ihn gibt es in dem Falle und das Büro.